Ich will mich aufwärmen. Die Wolken müssen weg. Und das geht schon die ganze Zeit so. Ich will die Sonne haben. Das macht mich total böse. Das ist ein natürliches Antidepressivum. Guck mal, wie fett diese ganzen Blaubeeren hier sind. Unangenehme Temperaturen gerade. So, heute hatte ich auf jeden Fall ganz viele Zecken gehabt. Heute war so ein richtiger Zeckentag. Ich werde bestimmt frieren oder so. Tag 7 ist angebrochen und heute war die erste Nacht gewesen, wo mich diese ganzen Insekten, die über meinen nackten Beinen rübergelaufen sind, stärker gestört haben als die Kälte. Also mir ist zwar immer noch nicht warm, also mir ist auch noch kalt, aber ich habe dieses Mal weniger gefroren. Das heißt, diese Nacht war angenehmer gewesen, aber die Insekten, da waren noch viel mehr Insekten gewesen, die über meinen nackten Bein rübergelaufen sind. Die haben mich so richtig belästigt. Und guck mal. Das Wetter ist voll cool. Die Sonne kommt gleich raus. Das heißt, weil ich noch nicht warm bin, ich bin jetzt nicht am Frieren, aber mir ist trotzdem nicht warm, so ein bisschen kühl. Ich werde mich gleich vor der Sonne stellen. Genau, das mache ich jetzt gleich. Aber bevor ich mich gleich unter der Sonne stelle, werde ich erstmal den 7. Strich hier aufmalen. Damit alle wissen, dass heute Tag 7 angebrochen ist. Das heißt, heute ist letzter Tag und ich muss noch eine Nacht machen. Und morgen muss ich noch den halben Tag ungefähr machen. Und dann habe ich Selbstversuch abgeschlossen. Guck mal, da ganz hinten, da geht die Sonne auf. Und die ist noch nicht hoch genug, damit ich die ganzen Sonnenstrahlen abbekomme. Das heißt, ich muss noch ein paar Minuten warten, bis vielleicht eine Viertelstunde oder vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und dann ist die hoch genug und dann bekomme ich die Sonnenstrahlen ab. Und dann kann ich mich aufwärmen. Die Sonne sollte eigentlich hoch genug sein, damit ich jetzt die Sonnenstrahlen abbekommen würde. Aber diese komische Wolke da vorne, die ist voll im Weg. Da kommen keine Sonnenstrahlen durch. Und die bewegt sich auch noch so extrem langsam. Ich will, dass die Sonne hierher kommt und mich anstrahlt. Beziehungsweise mich warm macht und sowas. Aber die Wolke, die ist richtig widerlich. Die Wolke muss weg. Ich will die Sonne sehen. Oh Scheiße, jetzt kommt hier diese ganze fettige Wolkendecke hier an. Die hier diese ganzen Sonnenstrahlen versperrt. Und ich sehe da ganz hinten keinen blauen Himmel. Das heißt, ich habe hier umsonst gewartet auf die Sonnenstrahlen und ich gehe jetzt wieder zum Dings, zu meinem Shelter zurück, zu meiner Hütte und werde da ein bisschen rumsitzen und warten, bis dann irgendwann diese Wolkendecke weggeht. Ich mag diese fettige, voll fett Wolkendecke mit Fett dran nicht. Die stört mich. So, ich sitze jetzt so lange in meiner Hütte rum, bis diese fettige, voll fett Decke mit Fett dran verschwindet, damit da endlich Sonne durchkommt. Und wenn Sonne durchkommt, dann wärme ich mich endlich auf. Weil ich habe keinen Bock drauf, in Kalten rumzustehen. Also ich bin jetzt nicht am Frieren, aber trotzdem ist es etwas kühl. Und ich habe keinen Bock auf kühl. Ich will Sonne mit warm dran. Ich will die Dreischepperung auf meinem Körper spüren. Das muss richtig runterklatschen. Das ist ganz wichtig. Ich liebe die Dreischepperung. Und wehe, es bleibt den ganzen Tag bedeckt. Wegen dieser fettigen, voll Fettdecke mit Fett dran. Wolke, meine ich. Die muss unbedingt weg. Die muss verschwinden. Geprost! Ich grüße dich, André Hass. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen gehen, zwei Bierpowers. Ach Scheiße, das ist zu rutschig. Ich muss einen anderen Bierpower mit der Gnubel suchen gehen. Der ist viel zu nass, der ist richtig scheiße. Ich mag ihn nicht. Bierpower 1, Bierpower 2. Ich grüße, wie du Kind. Ich grüße, Mother Nex. Mother Nex, vielen Dank für deine Treue, dass du ganze 24 Monate Stufe 3 Premium Kanalmitglied bist. Du bist der Erste, der so lange supportet. Und ich grüße dich nochmal, auf dich werde ich jetzt zwei weitere Bierpowers machen gehen. Bierpower 1,
Hier Power 2. Ich grüße dich, Pilzfreund 82, und vielen Dank für deinen großzügigen Support. Auf dich werde ich jetzt vier Bier Powers machen. Bier Power 1, Bier Power 2, Bier Power 3, Bier Power 4. Ich grüße Benjamin G. Ich grüße dich, Fabian F. Boah, ich warte ja schon so lange hier in dieser Kälte, bis endlich die erste Sonnenstrahlen kommen. Aber diese vollgefettigte Vollfettwolke mit Fett dran will einfach nicht weggehen. Die ist immer noch vorhanden. Die muss endlich weg. Ich habe keine Lust mehr, hier noch länger in der Kälte zu sitzen. Weil jedes Mal, wenn hier Wolken sind, dann ist es hier total kalt. Aber wenn Sonne da ist, dann ist es richtig geil warm. Deswegen will ich, dass diese vollgefettigte Vollfettwolke mal endlich weggeht. Also mit Fett dran, diese Wolke. Die muss hier weg. Ich habe hier gefühlt 3 Stunden gewartet, bis ich endlich die ersten Sonnenstrahlen abbekomme. Und in den letzten 3 Stunden, oder 2 bis 3 Stunden, würde ich sagen, ist mir aufgefallen, dass da drüben fast konstant blauer Himmel ist, aber genau da drüben, wo die Sonne ist, immer Wolken davor sind. Es ist kein einziger Sonnenstrahl irgendwie hergekommen. Das regt mich total auf. Ich will mich aufwärmen. Die Wolken müssen weg, die da vorne sind. Und das geht schon die ganze Zeit so. Ich will die Sonne haben. Das macht mich total böse. Das macht mich richtig sauer. Das ist eine richtig widerliche, fettige Vollfettwolkendecke mit Fett dran. Die stört mich, die muss weg. Die muss die Sonne frei machen. Das muss auf mir draufklatschen. Ich muss die Dreischepperung verspüren. Darauf werde ich erstmal einen Tannenbaum fressen. Die Wolken müssen weg. Ich will Wärme haben und nicht Kälte. Das ist die ganze Zeit dauerhaft kalt. Und unangenehm. Unangenehme Temperaturen gerade. Ich glaube, ich werde ein paar Beeren pflücken. Blaubeeren sind immer noch cool. Guck mal, ich komme von da unten und ich bin gerade hier hochgelaufen, weil ich die ganzen Beeren, die da unten gewachsen sind, schon alle aufgegessen habe. Und deswegen bin ich hier oben, um hier oben nach noch mehr Beeren zu suchen. Und hier gibt's auf jeden Fall noch viel mehr. Das weiß ich. Das habe ich gestern gesehen. Jawohl, hier vorne sind ganz viele dieser Heidelbeeren. Die werden jetzt alle gefressen. Heidelbeeren sind geiler als Blaubeeren. Die schmecken intensiver. Also die Sonne, die will einfach nicht rauskommen, die ganze Zeit. Ich habe bis heute noch keinen einzigen Sonnenstrahl abbekommen. Aber ich finde, dass hier oben, das irgendwie gefühlt 2-3 Grad wärmer ist, als da unten, da wo ich sonst immer bin. Und deswegen glaube ich, bleibe ich hier die nächsten paar Stunden hier oben sitzen. Bis ich dann irgendwann durstig werde und dann zum Fluss muss. So lange bleibe ich hier oben sitzen und befress mich mit Heidelbeeren. Guck mal, hier oben gibt es noch viel fettigere Blaubeeren mit Fett dran. Die sind viel fetter als die da unten, die Blaubeeren, die ich schon alle aufgegessen habe. Und die sind auf jeden Fall besser. Wenn die so richtig fett sind. Genauso fett wie diese fettige Vollfettwolke, die mit ganz viel Fett dran, die ganze Zeit die Sonne versperrt. Und diese Vollfettblaubeeren, die schmecken auf jeden Fall viel, viel besser. Viel geschmacksintensiver. Die sind richtig geil. Guck mal, was ich hier gefunden habe.
Das ist ein natürliches Antidepressivum. Die kann man auf jeden Fall gut fressen. Das sind Heideblüten. Die kann ich nur empfehlen. Die sind geil. Kennt ihr schon die Videoserie Heidschnuckenweg? Wo ich 289 Kilometer zu Fuß gelaufen bin. Falls nicht, dann müsst ihr die Videoserie, die ist 13-teilig, weil ich 13 Tage gemacht habe, die müsst ihr euch auf jeden Fall alle geben. Falls ihr euch die noch nicht gegeben habt. Das verpflichte ich euch. Da habe ich ganz viel von diesen Heideblüten hier gefressen. Von diesem natürlichen Antidepressivum. Gut, ne? Guck mal, wie fett diese ganzen Blaubeeren hier sind. Die sind alle hier so richtig fett. Teilweise so fett wie diese Blaubeeren, die man im Supermarkt kauft. So fett sind manche Blaubeeren hier. Und das ist gut. Aber schade, dass diese voll fett Blaubeeren nicht unten wachsen, sondern hier oben. Dass man so weit oben, nach oben hochlaufen muss. Es ist voll anstrengend, so weit nach oben zu laufen. Ich habe bis heute immer noch keinen einzigen Sonnenstrahl abbekommen. Ich glaube, wir haben schon Nachmittag. Irgendwie Mitte Nachmittag oder so, schätze ich mal. Keine Ahnung, wie spät wir es haben. Das weiß ich die letzten 7 Tage nicht, wie spät wir es haben. Also Leute, langsam denke ich, dass die Welt mich verarschen will. Guck mal, die ganze Zeit, wirklich den ganzen Tag ist da vorne diese fettige Wolke vor der Sonne, die hier diese Sonne versperrt, sodass ich keine einzige Sonnenstrahl abbekomme. Aber genau in der anderen Seite, da ist die ganze Zeit blaues Himmel. Wenn das umgekehrt wäre, dann wäre es richtig gut. Das ist aber wirklich den ganzen Tag schon. Also gut, manchmal war vielleicht die eine oder andere Wolke dabei, bei der blauen Stelle. Aber sonst wirklich den ganzen Tag, also fast konstant ist das da blau, aber da die ganze Zeit bewölkt, genau da, wo die Sonne ist. Ich will Sonnenstrahlen haben. Das nervt mich aufs Übelste. Ich will endlich die Sonnenstrahlen haben. Ich will die 3-Schepperung auf meinen Kopf drauf haben. Das muss auf meinen Kopf klatschen. Ich hab Bock drauf. Guck mal hier, ich habe hier ihn hier gefunden. Das ist schon wieder so eine komische Zecke, die versucht irgendwie Borreliose in mir reinzuspritzen. Dieses Mal an mein Bein. Den werde ich jetzt entfernen. So, ich habe den hier entfernt, aber hier vorne ist noch eine Zecke, den werde ich auch entfernen. Der ist richtig klein, die Zecke. So, die Zecke habe ich auch entfernt und hier sehe ich auch eine Zecke. Die werde ich jetzt auch entfernen. Ich habe aber leider gerade meine Actioncam nur parat. Meine gute Kamera, die habe ich da unten. Und ich habe keinen Bock, die extra da runter zu rennen. Und genau deswegen filme ich das jetzt so in dieser Qualität, so dass man dies leider nicht so gut sieht. Aber genau, diese Zecke werde ich jetzt auch entfernen. So, die Zecke habe ich auch entfernt. Und ich habe hier vorne auch eine Zecke gefunden. Die werde ich jetzt auch mit meinen Fingern entfernen. Jawohl. Genau, die ist entfernt. Die ist weg. Ich werde mich einmal kurz mit nach noch mehr Zecken durchsuchen. Momentan habe ich keine weiteren Zecken gefunden. Aber vielleicht später. Prüfen, ob ich später irgendwie Zecken dran habe. Ich bin sehr gespannt drauf, ob ich noch mehr Zecken finde. Ich glaube, das liegt daran, weil ich gestern dieses andere Gras geholt habe. Dieses andere getrocknete Gras. Dass da vielleicht ganz viele Zecken drin waren. Und die mich über Nacht mich fressen wollten. Und versucht haben, mir Borreliose in meinen Körper reinzuspritzen. Nicht mit mir. Ne, guck mal. Endlich, zum ersten Mal den ganzen Tag, endlich kommt die Sonne raus. Das wurde richtig Zeit. Das hat mir gefehlt. Endlich. Darauf habe ich nur die ganze Zeit gewartet. Endlich kann ich meinen verschmierten Pullover ausziehen.
endlich kann ich die Sonne genießen. Das wurde richtig Zeit. Das hat mich den ganzen Tag schon belastet, dass sie einfach nicht kam. Die ersten Sonnenstrahlen. Das wurde richtig Zeit. Guck mal, ich habe alle meine 3 Billigpullovers ausgezogen, weil die Sonne ist voll cool. Die ist richtig geil. Nur weil die endlich draußen ist. Und ich bin mittlerweile unten, genau hier neben dem Fluss. Ich war ja vorhin da oben gewesen. Eigentlich wollte ich noch ein paar Szenen da oben filmen und wie ich da runterlaufe und so weiter. Aber genau in diesem Moment, wo ich das machen wollte, ist mein Kamera-Akku alle gegangen. Deswegen musste ich runterlaufen und einen neuen Akku reinschieben in die Kamera. Und darauf werde ich erstmal einen Fluss trinken. Dieser Fluss ist immer noch voll geil und der ist immer noch besser als Leitungswasser. Der hat Geschmack dran, der schmeckt auf jeden Fall frischer. Deswegen mehr davon. Der ist richtig empfehlenswert. So, ich habe meine Füße frei gemacht und ich genieße einfach die Sonne. Das ist ein richtig geiles Wetter. Genau das, worauf ich den ganzen Tag gewartet habe. Sich einfach hinzusetzen und die Sonne genießen. Die ja hier so rumscheppert. Die ist richtig geil. Und guck mal, mein Solarpanel habe ich auch aufgemacht, damit meine Akkus schön aufgeladen werden. Das ist doch herrlich. Das ist richtig geil. Ach ja, ich verchill, glaube ich, den Tag eine Runde. So ein bisschen. Weil die Sonne ist voll cool. Ich lege mich so ein bisschen eine Runde hin. Vielleicht penne ich nur eine Stunde ein oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Aber die Sonne, die gefällt mir gerade. Die ist richtig geil. Ich mach mal eben kurz die Augen zu. Ich habe kurz die Augen zugemacht. Und das sieht dann jetzt ganz plötzlich so aus, als ob wir es so langsam Abend hätten. Als ob das nur noch wenige Stunden dauert, bis die Sonne runtergeht. Ich weiß zwar nicht warum, aber das ist halt so. Aber jetzt bin ich schon wieder wach. Ich werde gleich schon wieder erstmal den Fluss saufen. Ja, ich spüre das noch ein paar Stunden und dann kommt irgendwann Dämmerung. Und da ist der Tag vorbei. Der allerletzte Tag. Dann noch eine Nacht durch. Und dann ist Selbstexperiment abgeschlossen. Ach ja, ich sitze jetzt gerade hier rum. Hier direkt an diesen Stein-Dings. Und ich genieße gerade die letzten Sonnenstrahlen, bis sie dann irgendwann weggehen. Aber dauert nicht mehr lange. Ich glaube, in der nächsten Stunde sind die Sonnenstrahlen weg. Und dann gelaufe ich da rein in meiner Hütte und dann warte ich, bis Dunkle kommt und dann lege ich mich schlafen. Ich glaube, genau so mache ich das jetzt. Das ist mein Plan für heute, für gleich. Und ich merke langsam, das wird langsam immer kühler. Und das mag ich schon wieder nicht. Ich freue mich nicht auf die Nacht. Und ach so, ich hatte vorher noch eine weitere Zecke im Bein gehabt. Aber das habe ich nicht gefilmt, wie ich das rausgemacht habe. Weil guck mal, das ist mir aufgefallen, als ich da oben war. Und genau da ist meine Actioncam leider alle geworden. Und ich wollte die Zecke so schnell wie möglich draußen haben. Und nicht extra den ganzen Hügel hier runter zu laufen, um dahin zu gehen, um jetzt meine Hauptkamera zu holen. Um das für euch zu dokumentieren. Da war ich irgendwie, weiß nicht, wollte die Zecke einfach nur draußen haben. Und deswegen habe ich die rausgemacht, ohne das zu filmen. Also heute hatte ich auf jeden Fall ganz viele Zecken gehabt. Heute war so ein richtiger Zeckentag. Das war auf jeden Fall unangenehm gewesen, schon wieder so viele Zecken zu haben. Die versuchen mich jedes Mal aufzufressen und mir Borreliose in meinen Körper reinzuspritzen. Das sind richtig... Zecken sind scheiße. Ich mag keine Zecken.
Leute, mir fällt etwas auf. Ich habe die ganzen letzten 7 Tage kein einziges Mal Analabfall gemacht. Entweder liegt das aus psychosomatischen Gründen, dass mein Darm weiß, dass wenn ich Biomüll durch mein Rektum schieben würde, beziehungsweise das aus dem Rektum herausfällt, und ich dann mein Anus abwaschen werde mit Naturpapieren, dass das wahrscheinlich befremdlich und unangenehm sein wird. Und dass der sich deswegen sich nicht meldet. Weil ich habe ja weder Toilettenpapier noch Taschentücher. Deswegen muss ich Naturpapiere benutzen, falls ich Analabfall machen sollte. Oder es könnte auch sein, weil ich die gesamte Woche so bescheiden gefressen habe. Aber ich glaube eher an psychosomatischen Gründen. Dass sich mein Darm weigert, sich zu melden, weil es unangenehm sein könnte. Und das war, weil ich weiß, wann Schluss ist mit dem Selbstversuch. Dass sich dann wahrscheinlich mein Darm irgendwann morgen meldet, wenn ich wieder in der Zivilisation wieder zurück bin. Ich glaube, so genau so passiert das, glaube ich. Genau so wird das passieren. Da glaube ich dran. Cool, oder? Finde ich richtig feierlich. Guck mal, die Sonne ist fast unten. Oder beziehungsweise die ist schon unten, aber da sieht man doch was. Wenn die weiter unten ist, dann wird das so richtig dunkle. Und wenn das passiert ist, dann wird das immer kälter und kälter, beziehungsweise ich merke das schon, dass es immer kälter und kälter wird. Es wird Minute für Minute immer kälter. Und wenn das ganz dunkel ist, dann wird das so richtig unangenehm werden. Wie jede Nacht bisher. Jede Nacht war das unangenehm gewesen. Ich werde bestimmt frieren oder so, da bin ich mir ganz sicher. Da freue ich mich schon wieder nicht drauf. Ich möchte Bazillen aus meinem Gesicht spritzen, aber ich schaffe es einfach nicht, krank zu werden. Beziehungsweise das schaffe ich extrem selten. So selten, dass ich schon wieder vergessen habe, wie es ist, krank zu werden. Und deswegen, weil ich das nicht schaffe, krank zu werden, kann ich keine Bazillen aus meinem Gesicht spritzen. Ich glaube, ich werde mich so langsam pennen legen. Hier vorne kommt Tag 8 vom Selbstversuch, Abreisetag. Aber falls das noch nicht online sein sollte, kommt hier stattdessen die 13-teilige Videoserie vom Halsschnuckenweg. Die müsst ihr euch alle geben.